Einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Donnerstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee. Heute werden Rechnungen beglichen. Wir schauen uns ein Profil an, was schon lange offen ist. Dafür gehen wir heute auch rein in eine Operation Broken Fan Case. Diese wurde nämlich damals gesponsert von Dreamer. Herzlichen Dank und liebe Grüße dafür. Bei seinem Profil fangen wir an bei einem charakterstarken Profilbild. 666 als Beschreibung, Level 171. Das ist eine Hausnummer. Erstes Showcase, Favorite Group, Try Again, interessant. Favorite Game, Battlebit Remastered, finde ich sehr stark. 375 Stunden darin gespielt. Ist ein geiles Game. Für jeden, der die Battlefield-Reihe mag, ist Battlebit sehr zu empfehlen. Ich habe es ebenfalls für ein paar Stunden gezockt. Es war ein großes Fest. Als nächstes haben wir ein FAQ, sein Gear, sein Setup. Äußerst interessant. Maus-Settings 1600 DPI bei 0,71 Cents. Das kommt mir ehrlich gesagt nach sehr viel vor. Ich glaube, das ist doppelt so schnell wie ich. Ich habe nämlich, soweit ich weiß, 400er DPI bei einer Cents von 2, irgendwas. Das heißt, ich bin so gesehen bei knapp 800 und der Kollege irgendwie bei 1300 oder so. Spielt aber auf Full HD. Das ist löblich. Finde ich immer sehr schön. Badge Collector. Aus dem Stegreif nichts, was mir gerade in die Augen springt. Natürlich 9 Jahre alter Account aus 2014. 88 Spiele, die er besitzt. Und ansonsten sind das hier alles im Grunde schöne Badges aus verschiedenen Steam-Events. Weitere Badges, die sehen mehr nach Games aus. Hier haben wir nämlich direkt von DICE ein Dogtag, Battlefield 4, Foil Badge. Battlefield 4, ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, oben bei Battlebit Remastered. Die Battlefield-Reihe hat mir großen Spaß bereitet. Ganz viele Games. Angefangen bei Battlefield 3. Das war so mein erster Startpunkt, wirklich, in die Battlefield-Reihe. Ich habe vorher ein bisschen Bad Company 2 anzocken können, aber der dritte Teil, oder Battlefield 3, war so mein Startpunkt. Boah, und das war krass. Mein erster Clan, die ersten Connections, so übers Internet, übers Zocken aufgebaut. Das war schon schick, ey. Danach Battlefield 4 war ebenfalls geil und ab da ging es meiner Meinung nach so ein bisschen bergab, jedenfalls aus meiner Sicht. Gehen wir mal weiter, Counter-Strike 2 Vollbadge, Payday 2, Rocket League auch dabei, Dragon Ball Z, auch schick. Battlefield 1, das war zum Beispiel für mich ein Teil der Battlefield-Reihe, der mich nicht mehr abgeholt hat. Dieses ganze Erste und Zweite Weltkrieg, das ist für mich nicht ganz das Thema in einer Battlefield-Reihe. Dadurch, dass ich in diesem modernen Setting angefangen habe, ist mir der Rest einfach zu langsam. Dieses Erste und Zweite Weltkrieg, das fühlt sich an, vom Gameplay her, fühlt sich das an wie ein Downgrade, wenn du halt vorher mit einem Apache-Kampfhelikopter das ganze gegnerische Team zersägt hast und auf einmal hast du 3 Bullets im Magazin. Es ist nicht ganz mein Ding. Hier haben wir sie, Battlefield Bad Company 2 Badge. Borderlands 3, das ist geil. Schöne Game-Reihe, Borderlands, ganz stark. Far Cry ebenfalls dabei, Darksiders, Lords of the Fallen und auch Battlefield 5 sogar. Also Dreamer, du bist ein Battlefield-Veteran, so sieht das für mich aus. Und dementsprechend sind die 375 Stunden Battlebit auch mehr als gerechtfertigt. Das ist auch einfach ein geiles Game. Die machen so vieles richtig, das ist unfassbar. Einfach schön zu sehen. Ansonsten Recent Activity Valheim, ansonsten auch natürlich CS2, knapp 5000 Stunden. Das ist ordentlich, mein Lieber. Ansonsten schauen wir uns die Gruppen an. Jawohl, da sehe ich schon. Lapyrus Fest ist am Start. Grüße gehen raus. Alle mal reinkommen. Link ist in der Beschreibung. Und dann kommen wir zum Inventar. 206 Items sind am Start. Ein Value von 1300 Euro. Und hier sehen wir schon, erste Seite. Hier wurden Kapseln aufgehebelt. Wobei, das sieht eigentlich viel zu sortiert aus. Viermal History in der Reihe. Ansonsten hier viermal Frozen. Nitro am Start. Rain, Brokey, Elish, OC. Das sieht eher aus, als wurde hier eingekauft, ehrlich gesagt. Dann aber die Frage, Dreamer, ich meine klar, attraktiv, weil die Dinger kosten 3 Cent. Das ist jetzt mehr oder weniger die Operation Phoenix Case, Operation Breakout Case Logik. Weiter runter geht ja nicht. Das heißt eigentlich nur zu gewinnen. Jetzt ist aber hier halt die Frage, meinst du, die Paper Sticker aus Paris sind so profitabel? Ich weiß ja nicht, aber hier kommen wir auch schon zu Skins, die aussehen wie starke Playskins. USPS Ticket to Hell, Aug Plague, Tech9 Isaac, 5-7 Urban Hazard, UMP, Exposure und P250 Supernova, das sind alles natürlich unfassbar schöne Budget-Skins. Und wenn es hier so weitergeht, haben wir hier ein schönes Sammelsurium von genau denen. Eine Goo, MP9 und vor allem auch alles Stat-Track. Die A4 Griffin, Desert Eagle Directive, P2000 Handgun. Hier sind schöne Dinge dabei. Von der A1 Basilisk bin ich ja nicht so der Fan. Hier aber noch mit alten Signatures aus dem NIP-Core mit Freiburg, Get Right und Forest, die sich ja ebenfalls aktuell
im Open Qualifier befinden für das Copenhagen Major. Das ist spaßig. Und wenn wir hier so weitergehen, auch noch die G18, die Galil oder auch die AK Elite Build, das sind alles schöne, sehr schöne Budget-Skins zum Spielen. Hier auch die Elite Build mit einem schönen Craft, ne, gerade auch wie die Basilisk. Ansonsten auf der nächsten Seite noch weitere Sticker. Farmers Doom Kitty, Evolver Crimson Rap, so einer bist du also. Und hier haben wir das Knife M9 Bayonet Black Lemonade, das ist schick. Hier auch der erste Skin in Battlescarred, davor, das muss man ja auch, stimmt gar nicht, Bullshit. Zwei Stück sind in Battlescarred, habe ich nicht gesehen, aber alles in allem betrachtet sind das hier Skins in guten Conditions. Minimal Wear oder auch viel Tested, also gerade so diese Grenze, wo Skins wirklich auch gut aussehen können, hier auch in FN sogar. Und hier ist Black Lemonade als einzig in Battlescarred, muss man aber auch sagen, fällt bei einem Black Lemonade meiner Meinung nach jedenfalls nicht unbedingt auf. Das ist also sehr schick, sehr smart. Passt also zu den Budget Skins. Die Scout Abyss, wie man sie kennt. AWP Duality, sehr schick. Und auch hier zu sehen, die XM10 Seasons. Haben wir schon häufig drüber gesprochen, dass das eine sehr schöne XM10 ist. Weiter unten noch die AWP Paw. Und jetzt würde es mich interessieren, zwei AWPs. Welche spielst du auf CT und welche auf T? Für mich wäre die Duality T-Side. Und die Paw für CT-Side. Wäre jetzt so mein Impuls. Hier ist allerdings der Drug War Veteran Sticker drauf. Das heißt vielleicht eher doch T-Side. Spannend, spannend. Mit die schönste P250, die wir haben im Game. Die P250 Mandy. Ebenfalls in Stat-Track. Minimal Wear. Das ist stark. Darauf ebenfalls drauf. NIP Holos von Katowice 2015. Schönes Craft auf jeden Fall. Ansonsten haben wir hier auch weitere Storage Units. 1000 Items, 900 Items, 300, 0 und 70. Und außerdem natürlich auch die Driver Gloves Black Tie. Und das ist natürlich eine gemeine Kombi. Driver Gloves Black Tie zusammen mit dem M9, das ist schmackhaft. Das ist äußerst schmackhaft. Und auch farblich natürlich sehr kompatibel. Das heißt, gerade hier im Loadout, wir haben viele Budget Skins, da ist nicht unbedingt ein festes Thema vorhanden. Da geht es also nicht zum Beispiel um einen Farbton, wie zum Beispiel Gelb und Schwarz, sondern höchstwahrscheinlich auch ein bisschen bunt gemischt, auch wenn die Skins hier tatsächlich alle eher zurückhaltend sind. Viele davon sind entweder sehr dunkel oder sehr grau, haben also wenig Farbe. Das ist natürlich passend zu den Gloves und dem Knife. Und dann agieren hier auch solche Skins wie die Supernova eben eher als Akzent. Das funktioniert natürlich super und da ist natürlich auch die Kompatibilität mit den Gloves vorhanden. Das ist also stark. Ansonsten ebenfalls einige Hydra-Pässe, Operation Hydra. Das ist auf jeden Fall smart. Das womöglich beste Music Kit, was wir im Game haben, Halo Master Chief Collection, ein Connoisseur, wie ich sehe. Und die älteste Service Medal 2015 ist ebenfalls am Start. Sehr schick, Dreamer, sehr schön. Älteste Pick'em Challenge, die er hat, ist die Bronze Trophy von Katowice 15. Das ist alt. Dreamer. Alles in allem, muss ich sagen, gefällt mir das sehr. Die Budget Skins finde ich stark. Kann man sich auf jeden Fall was davon abgucken. Damit gehen wir aber in die Case rein. Gerade angesprochen Operation Broken Fang. Nochmals danke dafür. Natürlich Klassiker Exoskeleton. Unfassbar stark in CS2. Genauso wie die Dual Berettas finde ich ebenfalls sehr schön. Die Scout Parallax finde ich hat auf jeden Fall was. Auf jeden Fall besser als alle Scout Skins, die ich habe. Die UMP Gold Bismuth. Unfassbar schön. Mit die schönste UMP, die wir haben, meiner Meinung nach. Abseits von der Primal Saber und der Arctic Wolf. Ansonsten die Cybersecurity R4. Gefällt mir ebenfalls sehr. Monster Mashup ist, würde ich mal sagen, wirklich reine Geschmacksfrage. Aber natürlich A1 Prince Dream. Unfassbar schön. Nach wie vor. Und die Glock Neo Noir. Ein, wie ich finde, Trostpreis in der Collection. Damit gehen wir rein. Wirklich schöne Budget-Skins, die wir hier heute gesehen haben. Das freut mich sehr, dass die auch mal gehighlightet wurden. Ein weiteres Blau. Statrick allerdings, Condition Zero MP5. Und die sieht, rein von der Condition her, ziemlich gut aus, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Der Skin generell gefällt mir. Passt auf jeden Fall auf die CT-Side. Das finde ich immer ganz cool, wenn die Skins irgendwie so eine ganz klare Sprache haben, wo die eingesetzt werden können. Wie zum Beispiel die AK Resident Rebel. Klar, geht auch nur auf T-Side, aber das verkörpert die halt auch. Hier die Condition Zero finde ich ebenfalls. Passt für CT auf jeden Fall gut rein. Float-mäßig wird es spannend. Hier oben am Lauf sieht man halt doch ein bisschen Abnutzung und dreckig sieht es ein bisschen aus. Das gefällt mir gar nicht. Ich sag mal vorsichtig viel testet. Minimal Wear 1006. Okay, das ist nicht schlecht. Stat-Track Minimal Wear aus der Broken Fan Collection. Das ist cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dreamer, vielen Dank für die Case. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Start in diesen Donnerstag. Viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.